Moin Leute, zwei neue Mod-Vorstellungen habe ich jetzt hier am Start und ja, fangen wir mal hier direkt an mit diesem Volvo FH 2022 bei Sanax und ja, so sieht er ja, sage ich jetzt mal, sehr gewöhnlich aus, aber wenn wir uns da mal ein bisschen dran machen, der hat also sehr viele Sachen hier, können wir hier direkt hier mal loslegen, ja, wie ihr sehen könnt. Ja, alles hier umändern. Und ja, wir gehen aber mal zurück. Wir fangen erstmal hier die ganze Lackierung, die er schon mit hat. Das ist ja auch nicht ohne, ne? Na, wie ihr sehen könnt. Den jeweiligen Länderflaggen hier immer. Also, ist sehr, sehr nice gemacht. Ne? Ihr habt da so einige, ne? Wie ihr sehen könnt. Könnt ihr euch da mal hier, falls euch der Mod zusagen sollte, ne? Ist ja nicht so schlecht, finde ich. Habt denn als solches ja noch gar nicht so großartig testen können. Bin ja jetzt auch so sehr, also auch alles sehr neu jetzt hier. Bin entdeckt und habe ich mir gedacht, ja, setz den mal dann direkt dann hier rein. Ja, vorne die Sonnenblende kann man auch immer, ja, auch individuell verändern. Mal sehen, was er so alles hier noch hat hier. Auch gut. Ja, und oben hier, ach, guck an, hier kann man, glaube ich, ich habe es noch nicht gesehen, jetzt vom Mod her, aber wie man es hier schon lesen kann, Your Logo, das heißt, ihr könnt hier euer Logo hier draufskinnen, ne? Und dann habt ihr dann euer Firmenlogo oder whatever ihr hier reinmacht und ja, ist auch nice. Ist nicht schlecht. Kann man machen, ne? Ja, das sind so, ja, die kennen wir so, die Sachen, ne? Im Großen und im Ganzen. Spiegel. Ja, habt ihr auch hier verschiedene Variationen. Ja. Also, das ist schon, da kann man sich schon hier die Nebelablendlicht hier in Gelb, ja, Standlicht gelb, kann man so einiges an Spielereien sind schon, man kann sich da schon austoben. Und dann haben wir dann schon, wenn man sich ja schon ein bisschen hier als solches ausgetobt hat, das ist jetzt hier für die Seite gewesen wahrscheinlich, Chrom, ja, nach vorne, ja, hier, sind wir doch richtig, ja, so auf die Schnelle. Da könnt ihr euch dann selber natürlich dann individuell dann euren, wenn euch der zusagt, natürlich, zumal, ne, der nimmt ja schon eine etwas bessere Gestalt an, sag ich jetzt mal. Und ja, kann man machen. Kann man alles machen. Ne, nur mal so jetzt mal ganz auf wild hier gemacht. Was haben wir da oben? Ja, die Standarddinger, ne? Ja, das ist Standard. Das kennen wir alle soweit, ja. Ja, hier die Sidekürze, ja, ist auch nett. Das haben wir auch. Dann haben wir hier hinten die Lichter in Schwarz LED. Ist auch ganz nice. Das ist, ja. Ach, okay. Das Original. Das sind Chrom. Ja, die Platten hier, ne? Hinten. Okay. Machen wir hier. Aha. Die Schutzbleche da könnt ihr dann auch individuell. Ja. Ja, das hier auch. Könnt ihr hier sehen. Den könnt ihr auch dann in der Farbe jeweils dann ja, bearbeiten. Ja, ist eigentlich so ziemlich. Ja, können wir so lassen. Oben ist was. Okay. Ja. Der sieht auch nice aus. Der ist sogar hinten beleuchtet wahrscheinlich. Ja, das kann ja wahrscheinlich ein Fehler bei mir liegen, weil vielleicht ich habe da einen Mod, der beißt sich mit irgendwas. Den muss ich noch ja, herausfinden, herausfiltern, sage ich jetzt mal. Aber das hat jetzt nichts mit dem hier zu tun, was ihr hier seht.
Das ist alles gut, soweit. Also soweit sieht er ja ganz, ganz nett aus, ne? War so auf die Schnelle gemacht jetzt. Gehen wir mal in den Innenraum rein. Ja. Auch hier. Und die Sitze kann man, hat man auch verschiedene Auswahl hier. Auch nett. Was haben wir hier? Ja. Ja, das sieht ja mal auch nicht schlecht aus, oder? Okay. Okay. Das ist auch gut. Fällt mir auch. Oben dann, wie ihr sehen könnt, ne, hat er so Fächer hier oben. Aha, das sind nur die Griffe als solches. Okay. Ja, okay, das kennen wir ja als solches. Da ist der normale, bei der, ja, der hat die normale Ausführung, ne, die wir so auch haben in der Regel. Ja, auch dies hier. Ja, das hat sich so eigentlich so nichts getan. Lenkrad. Ja. Aber da gibt es auch, sage ich jetzt mal, Mods, wo ihr das auch ein bisschen aufpimpen könnt. Aber so im Großen und Ganzen war schon ein vorhandenes Smartphone hier. Okay. Ach, hier haben wir noch so ein Tisch hier, noch so ein extra von dem Mod, wie man sehen kann. Ja. Aha, okay. Ja. So im Großen. Und hier hat er auch hier was. Na klar. Das ist jetzt von draußen. Das ist wahrscheinlich von draußen jetzt, wer sich jetzt da. Naja. Jetzt habe ich jetzt draußen was weggeklickt oder so. Hat er mit Volvo Zeichen jetzt hier. Und hier haben wir den so. Dann lassen wir den dann so, ne? Würde ich mal sagen. Und hier auch so. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal kurz ins Game, wie er sich so anhört. Vielleicht ist da ja was drin als solches, motormäßig, aber obwohl, können wir mal gucken hier. Hier sind ja nur die Fahrwerke alle, ne, von dem. Ja, dann haben wir mal erstmal bei dem. Ach, wir haben ja noch hier vergessen, hier hinten noch. Ja, was haben wir denn da vergessen? So. Okay. Sieht schon so besser aus, ne? Ja, als solches. Motorisierung. Wieso geht der hin? 750. Okay. Ja. Okay. Jetzt geht das natürlich nur damit so, die Motorisierung. Okidoki. Ändert sich hier vorne dann was. Wahrscheinlich. Was mache ich denn, wenn ich jetzt hier so ist? Dann ändert sich dann oben hier was. Warum ändert sich denn da direkt? Ach so. Ja, okay. Das Schildchen natürlich. Ja, habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Okay. Ja, dann gehe mal kurz rein. Das ändere ich gleich nochmal wieder um. Oder lass ihn so, ist egal. Ist ja nur zu Testzwecken jetzt. Und mal schauen, wie der sich dann als solches anhört. Let's go. Okay, so. Jetzt sind wir hier im Game. Und ja, starten wir mal den guten Volvo. Ja, typischer Volvo-Sound. Ganz fein. Ja, wäre natürlich auch nice gewesen, wenn jetzt hier Lenkrad hier animiert wäre, ne? Wenn das mit im Spiel wäre. Aber was auch nicht zu verachten ist, wenn ihr euch das mal das Navi anschaut, ne? Kann man dann umschalten, dann haben wir eine Kamera an der Seite. Und wenn man dann ein bisschen fährt hier, ne? Könnt ihr darauf achten, das geht. Also ist nicht nur jetzt als ja, als Dummy, als Modell, sondern es funktioniert dann wirklich. Ne? Das ist ja schon mal eine feine Sache, finde ich. Ja? Mal so an der Seite ist der am Spiegel da verbaut. Und ja, das ist auch eine schöne Sache, finde ich. Schöne Spielerei wieder. Finde ich sehr gut. Ja, ansonsten. Wie gesagt, ja, wenn das Lenkrad da animiert wäre, dann wäre natürlich das Ganze ja ein bisschen angenehmer. Aber so im Großen und im Ganzen würde ich mal sagen, ist ja doch ganz gut gelungen, ne? Riecht da auch soweit, funktioniert alles soweit, wie es funktionieren soll. Ja, wenn man so zur Seite geht, ja, das sieht gut aus.
Ja, Blinker. Nice. Sieht nice aus. Sieht soweit ganz gut aus. Und wenn man dann im Dunkeln sieht das bestimmt jetzt von den Lichtern her. So, auch vielleicht ganz nett aus, ne? Ja, kommt die Farbe natürlich auch ganz anders rüber, ist klar. Ja. Doch. Kein Licht, ja. Na, die Hupen. Aber die vergessen wir mal, aber die können wir nehmen, ne? Ja gut, von der Hupe weiß ich jetzt nicht, weil ich habe ja selber einen Mod drin. Ich weiß nicht, ob das dann hinten das hier, wie gesagt, das dürft ihr euch jetzt nicht dran stören, das ist von mir jetzt. Ja, an den Verbindungen. Das ist jetzt ein Mod, den muss ich jetzt mal rausfiltern und dann ist der auch behoben. Aber hier vom LKW an sich ist das hier alles, ja, ganz gut. Okay, dann war es das hier mit diesem Volvo FH22, ja, bei Sanax und jetzt schauen wir uns mal den nächsten kleinen Mod an. Let's go. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Mod und zwar ist das das iPad Air als ja, GPS-Gerät natürlich. Hier können wir das hier an der Frontscheibe anbringen. Habt ihr ja, ja die verschiedenen Möglichkeiten, jetzt kennt ihr ja. Und ja, klicken wir es mal an und dann schauen wir mal. So, da ist es. Einmal, ja, können wir hier, gibt es dann verschiedene Variationen, wenn ich das so sagen darf. So, da habt ihr hier natürlich hier dann das GPS im oder das Navi besser gesagt, dann in etwas minimierter Form. Und wir können es auch hier gleich, kann ich euch zeigen, als Fullscreen. Das ist natürlich angenehmer, ne, zu gucken, logisch. Und natürlich dann hier, wenn ihr da drauf klickt, auf Englisch hier, habt ihr es dann in Englisch alles. Und ja, auch wenn ihr dann rechts fährt, ja, habt ihr gesehen, wie sich das dreht. Ja, also auch da wurde dran gedacht. Und ja, wie gesagt, als Fullscreen, dann haben wir das ganze Navi hier dann als, ne, nur als Navi das Ganze. Und natürlich auch, wenn er dann rechts fährt, dreht sich das natürlich dann dementsprechend dann auch, ne? Also hier haben wir dann ohne GPS, ne? Aber da tut sich also so gut wie gar nichts. Da habt ihr das nur so als, ne? Ja, ist gar nichts. Ist als nur als Deko quasi, sag ich mal dazu. Ja, auch das Ganze auch auf Englisch, ne? Aber wie gesagt, als Fullscreen, ne? Wie gesagt, kann man das ja, auch mit nutzen. Wenn euch das jetzt hier, ich habe jetzt natürlich den, wie ihr sehen könnt, den Volvo oder den gerade gezeigten Volvo Mod, habe ich jetzt auch den jetzt noch dran gebracht. Ne? Ist halt in diesem Falle jetzt doppelt gemoppelt, aber wenn ihr andere Fahrzeuge habt, dann könnt ihr das dann dementsprechend auch mitnutzen. Geht ja normalerweise in den anderen Fahrzeugen funktioniert das auch. Ne? Ist egal, welches ihr da nehmt, also SCS, ne? In den Mod-LKWs weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt mit funktioniert, aber die ganz normalen SCS-LKWs wird das auch mit angezeigt. Also könnt ihr dann als solches dann auch mit benutzen, wenn ihr das möchtet natürlich. Ja, dann gehen wir dann mal ins Game und schauen uns mal, wie das so funktioniert, ne? So, jetzt haben wir da natürlich hier zwei große Bildschirme. In diesem Falle etwas überflüssig, ja, gebe ich zu, aber ist halt so. Und ja, das ist das Ganze. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er mir das dann auch so anzeigt, wie da unten, wie ich da gerade jetzt sehe, am großen dann. Was ich euch noch zeigen wollte bei dem Mod. Von dem Volvo ich auch vergessen. Schaut euch das mal an, von der Beleuchtung her. Ja, sieht auch nice aus, ne? Dashboard, ne? Das habe ich gerade verschwitzt, euch das zu zeigen. Ja, also der ist sehr. Der gefällt, also mir persönlich gefällt der schon. Also. Werde ich auch mit einbauen. In meinen Sachen. Auf jeden Fall. Der gefällt mir persönlich gut. Sicherlich
ist das alles eine Geschmackssache, ne? Das ist logisch. Und wir schauen mal, was sich hier tut. Nein, da tut sich auch nichts. Wenn ich das, ich sehe gerade, wenn ich das iPad jetzt anhabe, dann geht unten die Kamera, funktioniert die Kamera unten dann nicht. Ja. Ja, ihr sehen könnt. Navi funktioniert bei beiden, aber unten zum Beispiel geht es halt dann nicht, ne? Also wie gesagt, ihr habt dann hier oben dann Fullscreen. Ja, ist. Müsst ihr mal ausprobieren, gibt nicht viel zu sagen dazu. Macht das, was es tun soll und habt ihr schön groß, aber bei dem Volvo zum Beispiel, gebe ich zu, ist das da oben überflüssig. Aber wenn ihr jetzt den, was weiß ich, mit dem Scania unterwegs seid, Scania und als kein Zusatzmod jetzt habt dazu, dann ist der, also ist dieses iPad natürlich dann ja eine willkommene Sache, kann man gut drauf gucken und ja, ist ganz nett gemacht. Ne? Wie gesagt, so beißen sich die beiden irgendwie, kann ich auch verstehen, dass es jetzt mit der Kamera da unten nicht so hinhaut, aber okay. Aber ansonsten funktioniert das ja. Ne? Aber im Großen und im Ganzen, ja, gibt kein Aber, ist ganz gut gelaufen hier mit diesen beiden Mods, finde ich. Sind schön. Vor allen Dingen der Volvo hat mich, also mich persönlich jetzt sehr überzeugt. Okidoki, Leute. So, dann war es das mit diesen zwei kleinen Mods als solches, diese Mod-Vorstellung. Ja, wenn ihr wollt, dass ich damit das noch ein bisschen so ausbauen soll, whatever, dass ich da mehr oder wie auch immer oder regelmäßig dann Mods vorstellen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare und ja, würde mich sehr darüber freuen. Und als solches, oder wenn nicht, dann schreibt rein, nee, das wollen wir nicht, und keine Ahnung, dann okay, dann weiß ich auch Bescheid. Okidoki, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bleibt schön sauber wie immer und in diesem Sinne, hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming, ciao.